Hallöchen Leute, willkommen, willkommen. Moin Freunde, willkommen zurück bei Nerds im Tech, ich bin's Ronny und heute wird's mal, glaube ich, ein entspanntes Video, denn ich will euch mal zeigen, welche Technik ich im Jahre 2023 denn aus den ganzen Geräten, die wir vorgestellt haben, tatsächlich auch privat benutze. Natürlich muss ich vorweg auch sagen, es sind natürlich Geräte, die ich nicht unbedingt immer selber gekauft habe, die wir als Firma bekommen haben, weil wir zum Beispiel dann einfach ein Video drüber machen konnten. So kommt man natürlich zu Geräten, die man sich vielleicht privat nicht zwingend unbedingt kaufen wollen würde, weil sie vielleicht ein Preissegment abstecken, was doch relativ hochpreisig ist. Das muss ich einfach so vorwegnehmen. Wenn es zum Beispiel um die Telefone geht, was ich als Daily Driver habe, wissen die meisten schon, okay, ich bin zum Google Pixel 8 Pro gewechselt. Vorher habe ich das Google Pixel 7 benutzt. Ich glaube, so ein halbes, dreiviertel Jahr war mega zufrieden damit, weil es ja auch ein Preisbrecher war. Das ist das Pro-Modell der 8er Reihe jetzt natürlich nicht mehr, weil es liegt halt einfach bei 1100 Euro. Das ist verdammt viel Geld. Und vorher habe ich zum Beispiel das Nothing Phone 1 benutzt. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, hat mir auch richtig gut gefallen. Aber zum Beispiel punkto Kamera, ich für meine redaktionelle Tätigkeit oder für eine B-Roll-Aufnahme, für ein Video, benötige doch mal eine bessere Kamera. Und da kam dann halt das Pixel 7 dann zum Tragen. Und vor dem Nothing Phone 1 habe ich zum Beispiel das OnePlus Nord 2 benutzt. War ich auch mega zufrieden, mega Performance, wirklich gute Kamera für den Preis. Ja, das konnte das Nothing Phone 2 nicht halten. Und dann kam halt eben die Pixel-Reihe bei uns irgendwie in den Betrieb oder in die Firma mit rein und wir haben auch Videos drüber gemacht und dann war ich halt einfach schockverliebt und jetzt ist es halt das Pixel 8 Pro geworden. Die Negativpunkte will ich da direkt natürlich auch nennen. Einmal der Preis natürlich. Das Ding ist mit gerade das Pro-Modell mit 1100 Euro ohne Angebote super teuer. Das ist gar nicht die Frage. Über Verträge und Co. kann man das natürlich immer noch ein bisschen günstiger bekommen. Der andere Punkt ist, Schnellladen gibt es in dem Sinne eigentlich auch nicht. Das sind halt hier so 21, 23 Watt. Für mich persönlich aber nicht das Problem, weil ich kann am Arbeitsplatz laden oder induktiv über die Nacht intelligent gesteuert, kommt dann auf meinem induktive Ladestation drauf und dann lädt das bis morgens früh 7.15 Uhr und 7.20 Uhr, 7.40 Uhr steht dann irgendwie auf und dann ist das Ding voll. Die Ladegeschwindigkeit ist für mich persönlich zum Beispiel überhaupt gar keine Rede wert, so großartig. Klar, in so ein teures Telefon gehört sowas eigentlich mit rein, ohne Frage, aber sag mal Apple iPhone oder auch die Samsung-Geräte, die klotzen jetzt auch nicht gerade mit Schnellladen, ne? Auch wenn einige Geräte da schon ein bisschen besser geworden sind. Gleiches gilt hier für die Performance. Für mich in meinem Alltag reicht die Performance von, was hatte ich getestet, 1, irgendwas Millionen Antutu-Punkte völlig aus. Die Probleme, die einige hatten mit der Hitze und der Abwärme und dem Drosseln, ist in meinem Alltag, kommt das einfach nicht zum Tragen. Ich zock auch hier und da gerne mal ein Spielchen, das sind aber nur eher so Casual-Games wie Mighty Doom oder sowas. Ja, da wird das Telefon natürlich nicht gebraucht. Ich brauche das wirklich so als Kommunikationsschnittstelle für Instagram, für was weiß ich, was wir alles so machen, für Video-Creating, Bilder machen und so weiter oder mal ein bisschen Recherche betreiben. Dafür ist das Ding für mich da. Ne? Jeder hat natürlich andere Prämissen und trotzdem, was halt ein ganz wichtiger Punkt ist, ist halt hier einfach für mich die Kamera und das ist halt mit einer der besten Kameras, die man so im Smartphone bekommen kann. Natürlich immer noch nicht vergleichbar mit einem DSLR-Gerät, aber auf dem Top-Niveau. Und ob man jetzt ein iPhone 15 hat oder einen Galaxy S23 Ultra, in dem Bereich bewegen wir uns dann halt eben auch mit dieser Kamera. Und ich wäre froh, wenn hier der Preis natürlich ein bisschen sinkt, dass andere davon auch irgendwie ein bisschen partizipieren können. Ja, der eine oder andere hat es an meinem Handgelenk natürlich auch gesehen und auch hier kommt sehr oft die Frage, Ronny, was nutzt du denn eigentlich für eine Smartwatch? Ich hatte ja vorher auch die Samsung Galaxy Watch S4 am Handgelenk, ich habe die Xiaomi Watch S1 am Handgelenk gehabt, auch sehr, sehr lange die Huawei Watch 3 Pro, diese mit dem Metallgehäuse und bin tatsächlich zu einem Android Wear Gerät gewechselt und zwar der TicWatch Pro 5. Haben wir auch auf dem Zweitkanal hier schon mit vorgestellt und ich bin halt einfach davon begeistert gewesen, dass ich hier natürlich die volle Funktionalität habe, was Beantworten von Nachrichten angeht. Das heißt, ich kriege eine Nachricht rein, ich sehe die, ich kann die lesen, ich sehe die Bilder direkt, ich kann darauf antworten, ich kann eine Spracheingabe machen, ich kann Smileys schicken, ich kann kurz Antworten anfertigen und die rüberschicken. Ich könnte theoretisch mit NFC bargeldlos bezahlen, wobei ich das tatsächlich nicht eingerichtet habe. Ich bin noch klassisch, ich lege meine Karte drauf, Bezahler. Und halt einfach der Punkt mit der Akkulaufzeit. Ich komme mit dem Wear OS System, das ist jetzt auch auf 3.5 aktuelle worden. Zum Test war es noch 3.0, glaube ich, komme ich halt eben 4 Tage mit hin. Und was mir besonders gut gefällt, ist halt einfach, wenn ich das Handgelenk drehe und dann meine animierte Uhr dann hier sehe oder jetzt hier die zwei Rennautos auf dem Hintergrund, ist das für mich so, ah, das ist cool. Das haben halt die anderen Uhren irgendwie nicht immer so hinbekommen. Natürlich kann man hier Themes hier und dort wechseln, aber letztendlich war es halt wirklich die Geschichte mit, zum Beispiel, wenn es bei uns im Büro klingelt. Ne, da haben wir eine Ringklingel mit einer Kamera und dann kommt bei mir eine Push-Nachricht aufs Telefon, egal welches, und ich kriege direkt instant auch die Nachricht hier, hey, da hat jemand geklingelt. Und dann klicke ich da drauf und dann sehe ich instant, wer vor der Tür steht. Und das ist für mich so ein Punkt, das braucht natürlich nicht jeder, ist super praktisch. Und dann kann ich halt eben gucken, ja, wer steht denn vor der Tür? Ah, ist Kumpel oder ist Amazon-Zusteller oder irgendein anderer Postbote oder was weiß ich, wer vor der Tür steht. Und das macht es halt super praktisch. Und wie gesagt, ich kann halt auf alles mit drauf eingehen, wenn ich will. Der wichtigste Punkt, ich sag's nochmal,
es ist einfach die Akkulaufzeit. Ich komme wirklich 4 Tage mit hin. Und ich bin jetzt auch, sag mal, 3-mal die Woche beim Sport, wobei ich jetzt diese Sportergebnisse hier gar nicht mehr tracken lasse, weil ich kenne meinen Sport, ich kenne meinen Puls. Ich weiß so ungefähr, wie viel Kalorien ich verbrauche. Das ist für mich jetzt gar nicht so wichtig. GPS benutze ich auch gar nicht so oft, weil ich laufe nicht gerne. Aber einfach so, was den Formfaktor angeht, was das Display, die Lesbarkeit angeht, ist es für mich halt aktuell irgendwie eine der coolsten Smartwatches, die man auch in einem unter 300-Euro-Segment bekommt. In dem Fall ist es halt die TicWatch Pro 5. Ja, dann kommen wir natürlich zu einem anderen Thema, was mir am Herzen liegt. 3D-Drucker. Da habe ich ja seit 2018, glaube ich, ungefähr 40 Geräte schon vorgestellt, alles auf dem Haupt- und Zweitkanal verteilt. Mein Redaktionsliebling ist tatsächlich der Bambula P1P. Preislich, jetzt glaube ich in der Black Week war er aber irgendwie so bei 600 €, liegt sonst so bei 700 €. Um es ganz kurz zu fassen, das ist die State-of-the-Art-Geschichte oder das Referenzmodell, wenn es um 3D-Drucke geht, im Bereich unter 1000 €. Natürlich kommt dann ja der X1 Carbon dazu. Der ist natürlich ein bisschen teurer, den haben wir jetzt auch nicht da. Hier haben wir zum Beispiel den Creality K1 noch stehen, mit dem ich auch ein bisschen gedruckt habe, für einen Artikel zumindest. Aber da haben wir jetzt zu beiden auch kein Video gemacht. Aber den einen oder anderen Druck habe ich hiermit angefertigt. Meistens eher nur so, weil ich im Büro irgendwas drucken will. Die Druckqualität selbst ist halt wirklich einfach astrein. Also da gibt es nichts dran zu mosern. Ich habe, glaube ich, noch keinen Druck gehabt, wo ich sage, das hat mir nicht gefallen. Der druckt halt einfach 1A. Weil ich euch aber hier an dem gar nicht so viel zeigen kann, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz woanders hin. Da habe ich noch viel interessantere Sachen für euch. Ja, dem einen oder anderen kommt der Hintergrund bestimmt schon mal bekannt vor, denn auch hier mache ich gerne mal meine Nachtaufnahmen und unter anderem sieht man auch hier zum Beispiel einen 3D-Druck von mir oder man sieht hier auch einen 3D-Druck von mir. Tatsächlich ist es so, dass der Anchormake M5, der da unten, quasi mein Begleiter zu Hause ist, wenn es um 3D-Drucke geht. Die meisten von euch kennen das Gerät schon. Ich habe das im Oktober 2022 vorgestellt auf dem Kanal bei uns. Wir haben ein Update-Video dazu gemacht in Prime Day und Co. Videos war der auch schon mit zu sehen. Und tatsächlich ist es so, wenn ich irgendwas drucken will und ich bin zu Hause, dann nehme ich den Anchormake M5. Einfach, weil ich nehme mir die App, ich schiebe das rüber, ich mache das im Wohnzimmer am Laptop fertig, schiebe das auf den Drucker und dann druckt er hier einfach vor sich hin. Und ich muss mich um nichts kümmern. Ja, wenn wir schon von irgendwie Druckergebnissen reden, würde ich sagen, zeige ich euch noch mal ein bisschen, was ich damit auch gedruckt habe. Bekanntermaßen bin ich ja Terminator-Fan, kennt man ja schon. Das ist tatsächlich einer der wenigen Drucke, die ich damit auf dem Bambula P1P gemacht habe. Das ist halt quasi eigentlich so mit Support noch dran. Und ich dachte mir so, naja, lässt dir das Ding eher aussehen, als wäre der irgendwo festgewachsen, hab den jetzt ein bisschen verwittert gestaltet. Das ist dann einer der Projekte auf dem P1P gewesen. Und was die Anchormake-Geschichte angeht, müssen wir woanders hingehen. Ja, auch die Gestalten kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem einen oder anderen Video. Die Terminator-Köpfe, die ich auch ausgedruckt habe, 3 Stück an der Zahl, die sind alle letztes Jahr im Dezember auf dem Anchormake M5 entstanden und ja, von mir bemalt worden. So, wie sich das dann halt gehört, sind halt minimal nur ein bisschen nachbearbeitet, sodass die Lackierung ein bisschen glatter drauf sitzt, als wenn es nach dem Grundieren auf dem normalen Filament gewesen wäre. Ansonsten sind die wirklich so, wie sie hier rausgekommen sind, in 2 Teile gedruckt. Das heißt, der Oberteil des Kopfes, Kiefer plus nochmal die Kieferstruktur. Und dann war es das. Und dann habe ich die da fertig gemacht. Und so sieht es aus. Beziehungsweise auch hier so eine kleine Maske. Auch direkt aus der Anchormake M5 App. Wie gesagt, hier komm, druck die jetzt. Dann hat er gedruckt, dann habe ich die bemalt. Das waren jetzt hier so 2 Stunden oder so. Und dann ist das fertig. Ansonsten seht ihr hier gerade auch noch eine Wirbelsäule, unternehmen die Lilis. Auch das ist komplett auf dem Anchormake M5 entstanden. Die Lilis natürlich in ganz vielen kleinen Einzelteilen, weil im Stück kann man die natürlich so nicht drucken. Ausgedruckt, zusammengeklebt, ein bisschen bearbeitet, bemalt und dann sah die dann nach einigen Stunden Arbeit tatsächlich so aus. Und ja, wie gesagt, auch die kommt aus dem Drucker. Und ich würde sagen, zu dem Drucker reicht es erstmal. Ich habe noch ein bisschen andere Technik. Ja, wenn es dann um die Heimkino-Ausstattung geht, hat sich tatsächlich dieses Jahr einiges verändert, eigentlich in den letzten Jahren. Momentan ist es tatsächlich so, nach dem Video die AWOL 3000, dass ich den direkt hier mitbehalten habe und den als Ultrakurzdistanzprojektor einsetze, weil das Bild einfach noch mal ein Stückchen besser ist und auch das Betriebssystem, man sieht es gerade im Hintergrund, einfacher ist und schneller ist als zum Beispiel der 4Movie Theatre, den ich vorher benutzt habe. Davor hatte ich den BenQ V7000i benutzt. Da war das Bild auch schon gut. Es sind alles Projektoren in der 3.500 € Preisklasse, also tatsächlich schon sehr, sehr teuer. Hier kann ich wieder nur sagen, zu dem, was ich am Anfang des Videos sagte, nicht alles davon würde ich mir tatsächlich auch kaufen, weil es halt wirklich verdammt viel Geld ist. Wenn es aber um das geht, was ich benutze, versuche ich natürlich schon irgendwie immer ein bisschen mit das Beste für mich rauszunehmen. Kann natürlich da auch über Langzeiterfahrung sprechen. Ja, den AWOL, wie gesagt, habe ich im Einsatz. Vorher war es, wie gesagt, ein Acer M550 4K Beamer. Der hing noch damals an der
Decke hinten dran. Ich bin halt komplett umgestiegen auf Ultra-Kurzdistanz, wobei das mit meiner 150 Zoll Leinwand, die jetzt auch schon 4 Jahre hier drin hängt, auch nicht so die perfekte Lösung ist, weil mein Center quasi dahinter ist. Dann ist die Leinwand direkt da. Ich habe hier eigentlich noch eine Maskierung und einen Ultra-Kurzdistanz-Beamer auf die Größe zu bringen plus die Höhe ist, man sieht, es ist ein Brett und da liegt er jetzt einfach nur drauf. Sieht nicht besonders schön aus, aber der Raum ist halt nicht umsonst ein Kinozimmer, weil wenn es dunkel wird, sieht man da quasi von hier vorne nichts mehr. Und ich schwenke jetzt hier einmal um. Bin jetzt quasi auf meinem Plex Heimserver drauf. Da steckt mal ein Mini-PC mit dran, mit dem ich dann jetzt hier quasi meine Filme steuern kann. Das kann ich natürlich, weil es ein PC ist, über so eine olle Fernbedienung machen. Ist unter Windows jetzt suboptimal. Ich habe hier quasi alle meine Filme, die ich besitze, digital eingelesen. Ich habe da 2 18 TB Festplatten verbaut und einen Mini-PC, der quasi jetzt per HDMI über den AV-Receiver in ein Dolby Atmos-System mit 5.2.4 Lautsprechern. Also das heißt, Surround, 5 Stück, also 1, 2, 3, 4, 5 und an der Decke nochmal 4 Atmos-Speaker plus 2 Subwoofer. Dann kann ich natürlich Heimkino Deluxe genießen auf 150 Zoll. Aber warum zeige ich euch gerade Plex? Eigentlich geht es gar nicht um Plex, sondern eher darum, wie ich es denn noch bedienen kann. Dann kommen wir tatsächlich zu einem Tablet, dem Xiaomi Pad 6 Pro. Auch das haben wir auf dem Zweitkanal schon vorgestellt. Mittlerweile habe ich es mir halt einfach eingerichtet, sodass ich dann Plex im gleichen Netzwerk sozusagen dann auch einfach damit bedienen kann, mit dem Tablet. Dann brauche ich quasi die Fernbedienung nicht mehr. Für den PC so richtig gibt es ja auch keine. Jedenfalls habe ich dann auf dem Tablet Zugriff auf meinen Plex-Server und kann dann hier meine 700 und aktuell 33 Filme dann halt einfach mal komplett ansteuern. Der Vorteil an dem Tablet ist einfach, ich kann ja auf die Plex-Oberfläche zugreifen. Das ist im Prinzip die Serveransicht, die man auf dem PC im Browser auch nutzen kann. Man sieht es hier vielleicht auch. Das heißt, ich habe hier eine deutlich schnellere Anbindung und einen schnelleren Zugriff als auf dem PC, weil da läuft das zum Beispiel nicht so sauber. Ich kann hier dann zum Beispiel auch direkt sagen, ich möchte mit meinem Home Cinema verbunden sein. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Conan angucke und sage Play, dann geht das direkt auf die Leinwand und er fängt direkt an zu spielen. Und dann habe ich quasi den Film, kann hier auch alles steuern, kann vorspulen und so weiter und so fort, ohne jetzt da großartig euch was zu zeigen, wegen Copyrights und so. Aber so kann ich dann im Prinzip meine ganze Mediathek, die ich habe, alles, was ich wirklich original besitze, was ich original eingelesen habe und auch hier wirklich an rumsteht, kann ich dann einfach hier einfach starten. Und dann nehmen wir jetzt hier einfach Fight Club zum Beispiel und dann, wenn die HDMI-Umschaltung funktioniert, das ist manchmal auch so ein Problem von meinem Receiver, dann habe ich direkt Bild da. Was ja an der ganzen Geschichte mit der Anlage ein bisschen schade ist, ich kann euch leider nicht versinnbildlichen, wie gut so ein Dolby Atmos Setup läuft. Also ich habe es ja gerade beschrieben, drumherum 5 Lautsprecher, 2 Subwoofer und oben an der Decke halt im Prinzip nochmal 4 Atmos-Lautsprecher, die per Upscaling von meinem Denon Receiver dann halt quasi, auch wenn kein Dolby Atmos unterstützt wird, über die oberen Kanäle was abspielen. Und das ist halt so immersiv, man ist so in den Filmen drin, kann man sich, wenn man das nicht wirklich schon mal erlebt hat, auch wirklich nicht vorstellen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie Freunde oder Kumpels oder auch Kollegen hier habe und ich hier das mal vorführe, die sind alle hellauf begeistert. Zumal ich kann hier auch ein bisschen aufdrehen. Wir haben nicht direkt unmittelbar Nachbarn da, also von daher macht das schon Spaß. Natürlich kann ich das Tablet auch nutzen, um zu zocken und ja, tatsächlich so eine Spielchen wie Mighty Doom oder so, die laufen da bei mir auch drauf. Ich bin halt, was das angeht, so mit Tablets jetzt, ich brauche es für mich persönlich eigentlich gar nicht, aber für so eine Endlösung, was jetzt Bedienung angeht oder irgendwas mit Steuern, finde ich das mega geil. Und ja, wie gesagt, letztendlich könnte ich hier drauf ja auch Filme gucken, so ist es nicht, ne? Mit 144 Hertz, was das Panel kann, ist das ganz geil. Genau, das wäre dann quasi so ein bisschen Heimkino, Steuerung, genau, und das halt sind die Dinge, die ich so aus meiner Arbeit irgendwie mitgenommen habe, wo ich sage, die haben mich überzeugt, die finde ich gut und die benutze ich weiter. Ob es, wie gesagt, Smartwatch ist, ob es ein Smartphone ist, wie gesagt, ein Tablet, ein Ultra-Kurzdistanz-Beamer oder 3D-Drucker, da habe ich auch wirklich die Auswahl an Geräten gehabt mittlerweile. Und trotzdem ist es dann halt bei einem einfachen, schicken Anchormag M5 geblieben oder halt dem P1P bei uns im Büro, wenn ich da mal was drucken will. Das war quasi dann das, was ich euch zeigen wollte. Ich denke, war ganz interessant. Ihr könnt jetzt nochmal reinschreiben, was ihr für Geräte benutzt oder ob ihr trotzdem über einen Vertrag oder irgendwas anderes dann vielleicht entschieden habt, okay, ich würde mir das Gerät trotzdem aneignen oder nutzen oder wie ist eure Heimkino-Lösung, würde mich natürlich genauso interessieren und ich würde sagen, danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!